Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Heute bereiten wir ein wunderbares Presa vom Iberico-Schwein zu mit einer Feta-Parmesankruste. Hier ist also unser wunderbares Stück Fleisch, der Presa vom Iberico-Schwein, auch Nackenkern genannt. Ganz toll marmoriert aufgrund der Eichelmast der Schweine. Ganz toll und herzhaft im Geschmack, eins meiner Lieblingsstücke vom Schwein. Das wird jetzt gleich eingeölt und kommt auf den heißen Rost. Von beiden Seiten wird es scharf angegrillt und dann machen wir da unsere Feta-Parmesankruste drauf. Aber die müssen wir erstmal vorbereiten. Das ist hier der Frischkäse und dann habe ich hier Feta-Käse, der wird dann einfach da reingekrümelt. Muss auch nicht ganz fein sein. Dann haben wir hier Thymian, frischen Thymian. Getrockneter würde sicherlich auch gehen. Dann machen wir einfach ein paar Blätterchen rein. So viel wie ihr mögt, das ist ja immer eine Geschmacksfrage. Aber Thymian passt sehr gut zum Schwein. Kann ruhig ordentlich was rein, meiner Meinung nach. Dann brauchen wir noch Schale von der Limette, um ein bisschen Säure reinzukriegen. Nehme ich hier die ganz feine Reibe. Von einer halben Limette reicht sicherlich. Dann mache ich noch ein bisschen Pfeffer rein für die Würze. Und ganz wenig Salz, denn der Feta-Käse ist schon ein bisschen salzig, deswegen brauchen wir da nicht so viel. Und jetzt einfach alles miteinander vermischen. Hier ist jetzt unser Fräser. Wir haben es von beiden Seiten kräftig angegrillt, auf dem Rost über direkter Hitze. Innen drin ist es aber noch komplett roh. Wir müssen das also gleich indirekt nachziehen und haben jetzt nur schon mal die Röstaromen quasi vorproduziert. Wir machen jetzt aber, bevor wir das machen, erst die Kruste drauf. Die Kruste wird auch nicht richtig hart. Also die ist ja, das ist ja Vitiente eher so eine Art schmelzige Soße zum Steak. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen knusprig wird, wird der Parmesan, den werden wir gleich draufgeben. So. Dazu trage ich einfach die Kruste hier auf eine Seite an. Man sieht schon, wie weich das Fleisch noch ist. Es ist wirklich noch komplett roh innen drin. Wir werden das ungefähr ziehen bis zu einer Kerntemperatur von 65 Grad in etwa. Das ist ja Iberico-Schwein, das muss man also nicht komplett durchgegart essen. Und bei der Temperatur schmeckt es auch einfach viel besser. Es ist schön saftig, zart im Biss, wunderbar. Jetzt machen wir noch den Parmesan drüber. Einfach frisch gerieben. Nie fertig geriebenen kaufen, der schmeckt wie eingeschlafene Füße. Die Vorbereitung ist abgeschlossen und so kommt es jetzt wieder auf den Grill. Wir haben jetzt dafür einen Brenner ganz links und einen Brenner rechts angemacht. Dazwischen ist kein Brenner an und oben auf den Ablagerost. Da kommt jetzt unser Fleisch drauf, damit es schön von der Oberhitze übergart wird. Unser Fleisch ist fertig, hat eine Kerntemperatur von ungefähr 65 Grad erreicht. Die Kruste hat sich ganz toll entwickelt, sieht sehr gut aus. Wir lassen jetzt noch ein paar Minuten rum, bevor wir es anschneiden. Ich habe in der Zwischenzeit einen kleinen Beilagensalat gemacht, werde jetzt gleich noch einen Teller anrichten und dann sind wir auch schon fertig. Hier ist jetzt unser fertiger Presa vom Iberico-Schwein mit Feta-Parmesankruste. Sieht hervorragend aus und riecht auch wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt uns dafür einen Daumen nach oben und im besten Falle abonniert ihr auch unseren Kanal. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli.